Bin nur hier, um ein Messer Also. daneben zu werfen, mich zu verneigen und zu sagen, ich bin angetreten. Okay. Ja, du wirst erkennen, wie dann irgendwann die Zielscheibe freigegeben ist. Neben dir stehen dann 25 Leute um dich herum, zusammen dann auch Ömer. Ich glaube, Starkhardt wollte auch werfen. Zielscheibe ist freigegeben, los geht's. Ich schmeiß auf so einen Gräuel. Ich gebe dir einfach einen W20. Ist denn, dann triffst du sogar. Schaden ist ein Wahrscheinlich, W6 oder? minus 1. Ich weiß nicht, wie der Mod ist, aber da hast du einen Würfelwurf. Wie ist denn dein Fernkampf-Basiswert? 11. Also mein Basiswert ist 8. Und Messer werfe ich auf 11. Achso, okay, dann warst du da so Messer werfen sogar. Ich hab's gesteigert. Dann wirst du es wahrscheinlich treffen. Ja, der Grolm geht in die Knie, hält sich seinen Bauch, wo er getroffen wurde, und krümmt sich. Aber Nee. nicht den. Er Okay, hat ich doch werfe einen nochmal auf. Wurf Ich mit werfe der nochmal auf daneben, den wir haben Gräuel. daneben geworfen, er hat Ja, nicht okay, zielscheibe nee, getroffen. stimmt schon. Alles klar. Ich eile zu dem Gräuel hinüber. Oh, das tut mir immer fast leid. Habe ich euch getroffen? Das tut mir immer. Und dann watsche ich ihm nochmal den Tut mir Ellenbogen ins fast Gesicht. leid. Lasst mich euch doch kurz hier nochmal auf den Boden helfen. Was tust du jetzt? Willst du jetzt den Rest geben oder was? Ich gucke nach ihm. Ich watsche ihm versehentlich den Ellenbogen ins Gesicht. Beim Weggehen kriegt er noch einen Tritt und dann bin ich fertig. Gib Betrachte meine noch Rax zwei als Raufen, Tempo. gib Ich noch zweimal betrachte meine Raufen Rax als Schaden. temporär als abgegolten. Gib noch zweimal noch Raufen Schaden, ich meine. Zweimal Raufenschaden kannst du haben. Ich habe Metallhandschuhe an, Du also. kriegst drei Armbrustbolzen in. Eins, zwei, drei. Entschuldigung, das war eine zu viel. In den Torso und rechte Beine und Schilderarm. Gut, gib mir Schaden. Ein W6 plus 6 jeweils sind 7, 12 und 8. Okay, warte kurz. 7 in den Torso. Im Torso kommt nichts durch. Rechte Bein 12, sagst du? Rechts Bein 12. Sind immerhin 4 und im Schilderarm kommt nichts durch. Also ich fringe mir irgendwie knapp in der Kniekehle, fringe ich mir die Holzsplitter da raus. Ja, du versuchst irgendwie die Bolzen rauszuziehen und merkst, wie deine Arme erschlaffen. Oh, komm mir jetzt rein. Starkart! Ich klemm hier gerade fest. Du musst in die Knie gehen, bis deine Arme komplett auf beiden Seiten in den Sand gesunken sind. Sind einfach tonnenschwer. Kurze Frage. Immer wird werfen und sich nicht Zeit lassen oder so beim ersten Wurf, sondern den ersten Wurf zügig hinlegen und deswegen plus 10 Erschwernis eintragen, weil er Entfernung 10 hat, der ja für alle Fernkampfgruppen gilt, als 2 Punkte Erleichterung. Und deswegen mit 10 Punkten Erschwernis zu versuchen, das erste Ziel zu treffen mit dem ersten Dolch. Wurfmesser. Und das gelingt nicht und er ist raus. Alles Ich würde klar. ganz gerne 4 Aktionen zielen. Damit habe ich eine 8er Erschwernis Ja, und ich bin wahrscheinlich trotzdem kriegst du dann raus. zwei, drei Wurfdolche bis dahin in den Rücken. Ja, ich bin trotzdem raus. Na, und trotzdem wirst du wahrscheinlich Wurfdolche in den Rücken bekommen. Genau, schauen wir mal nach. Wie gesagt, das sind 25 Leute. Es werden auch viele, viele treffen. Die stehen hier sowieso schon im Abenteuer drin, dass sie dann treffen, beziehungsweise dass sie dann eben auch automatisch dann bei 8 Schritt scheitern, bei 10 Schritt oder bei 11 Schritt. Wobei das natürlich ziemlich utopisch ist mit diesen Regeln hier, wenn man das Sind nachher irgendwie 25 sieht. die 20, die ich mal gewürfelt habe. Wollte gerade sagen. So, schauen wir mal nach. Da ist zumindest schon mal eine 1 bei, da ist noch eine 1 bei, eine 2, also viele. Ge Oh Gott, 20. Da sind ein paar Feinkampfpatzer dabei, wahrscheinlich werfen sich dann die eigenen Leute die Messer selbst ins Fleisch oder in das vom Nebenmann. Ja, für das Zielen gebe ich Ragnar einfach nochmal einen Wurfdolch höchstwahrscheinlich in den Rücken, schauen wir mal nach. Gib einfach mal 2 Stück. Werden sie nicht schaffen. Dann fliegen zumindest Dolche an dir vorbei, während du zielst, aber sie treffen dich nicht, sondern irgendwelche deine Nebenmänner. Ja, wenn ich dann fertig bin, gehe ich mal zu Gerudin. Hilf mir mal auf, ich scheine irgendwas im Gelenk hängen zu haben. Da ist ein Bolzen drin, zieh mal dran. Ja, ich ziehe ihm den Bolzen raus, wenn einer steckt. Und dann reiche ich ihm die Hand. Sehen wir mal auf. Oder versuchen es zumindest. Funktioniert nicht. Ja, wenn's willen. Los komm, wir ziehen, wir jeder von uns nimmt sich einen Arm und wir ziehen ihn erstmal an die Seite der Arena, dass hier nicht noch was passiert. Na, von mir aus. Man guckt mal nach, nicht, dass seine Sachen irgendwo hier rumliegen von Jerodin, ansonsten werden die anderen schnell an sich genommen, dann jeder von uns beiden packt sich einen Arm und dann ziehen wir den erstmal an den Rand der Arena. So, was ist jetzt passiert? Naja, da war dieser Gräuel und den hatte ich doch versehentlich, fast versehentlich mit dem Messer getroffen. Also eigentlich mit Versehentlich Absicht. oder absichtlich? Und er hat's verdient. Achso. Ja, und dann? Und dann bin ich zu ihm hingegangen, um zu gucken, ob er auf einmal am Leben ist. Und das war er dann wohl noch. Also ich war noch nicht mit ihm fertig und dann bin ich von drei Bolzen getroffen worden. Ich weiß nicht, irgendwo da hinten, glaube ich.
Und jetzt könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Das heißt also, ihr seid vergiftet worden. Vermutlich. Wir sollten jemanden finden, der sich mit Gift auskennt. Wir sollten jemanden finden, der sich mit Gift auskennt. Worin denn Magister Amenelaus schon wieder rum? Gucken wir noch, ob man Amenelaus hier irgendwo sieht. Ne, keine Spur. Ja, der ist nicht da. Was jetzt, Herr von Dunkelstein? Machen wir den Terriak auf. Was für Ding? Die Flasche da hinten an deinem Gürtel. Die linke, nicht die rechte. Okay, ja. Man guck mal, diese hier? Ja, in etwa die. Ja, und jetzt mach die auf. Wollt ihr es trinken? Ja, bitte. Ja, man stützt ihn so ein bisschen, nimmt den Kopf hoch und schüttet ihm das sozusagen sanft in den Mund. Vielleicht etwas zu langsam am Anfang, aber ja, man will jetzt nicht übereilen. Und Wächterstrahl. Hilft das? Nein. Immerhin bin ich jetzt voll, was die HP angeht. Man korkt die Flasche wieder zu. Wollt ihr die behalten oder soll ich die wegschmeißen? Warten wir die mal. Okay. Ich hänge die wieder hinten bei euch im Gürtel. Zack, und hänge die wieder rein. Nach etwa 10 Minuten kannst du deine Arme langsam wieder bewegen. Was auch immer das war. Derweil in dem Gemach von Asmodeus von Andergast. Du hast gerade die etwas größere Kammer betreten und kannst dann erkennen, wie hier auch so eine kleine Schreibstube eingerichtet ist. Ein sehr ausladendes Bett, Himmelbett mit viel Büchern drumherum. Und in der Mitte des Raumes steht auch so etwas wie ein sperriges Instrument, eine Harfe, die du hier erkennen kannst. Und er tritt dann erst einmal heran an seinen Schreibtisch. Ich folge ihm in die Mitte des Raums, guck mich nach Ocean Stühlen oder Sesseln um, die vor dem Schreibtisch stehen. Gibt es welche? Nein, nichts zum Hinsetzen. Dann bleibe ich erstmal wahrscheinlich unmittelbar neben der Harfe stehen und guck mir erstmal das Instrument so interessiert an. Also, Magister Theonin, wir haben noch eine kleine Intrige, die wir ausspinnen müssen. Euer Geheimnis gegen eins von meinen. Nun ja, wie es aussieht, habt ihr mich in der Hand. Was verlangt ihr? Was ist euer Preis für euer Stillschweigen? Ich würde ganz gerne, nun ja, meine Rache. Nicht ganz so plump, wie Herr Carlotta dies tut, sondern auf andere Art und Weise. Eine leise Intrige. Gegen Carlotta? Nein, gegen einen anderen Magier in diesem Hofe. Balfemor. Balfemor von Punin. Kram ich gerade mal im Gedächtnis? Sagt mir der Name auch was? Oder? Könntest eine Geschichtswissenprobe ablegen oder sowas wie Sagen und Legenden. Ist aber Schwert um 18. Okay. Wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Der Mann ist einfach unbekannt. Hat man so noch nicht gehört. Ich probier's trotzdem mal, spaßhalber. Kannst du natürlich versuchen. Balfemor strebt seit neuestem nach dem Platz, den ich innehabe. Die Ambitionen eines Hofmagiers. Geht nach meinem Posten. Ich bin das ein oder andere Mal im Land unterwegs mit meinen Reisegefährten. Und nun hofft ihr, ihn zu ruinieren, nicht wahr? Seinen Ruf zu beschmutzen. So ist es. Wie kann ich euch dabei behilflich sein? Ihr seid ein Magus. Kommt aus Betana. Das ist wahr. Ich habe eine Aufgabe für euch. Seht ihr die Harfe? Selbstverständlich seht ihr sie. Nun ja, ein ungewöhnliches Instrument. Sie ist von mir geschaffen. Ihr spielt Musik, interessant. Die Geierharfe von Lolgramot. Sie ist etwas spezieller. Sie stiehlt die astralen Kräfte. Sie raubt astrale Energie. Ich weiche mal einen Schritt zurück, Harfe. Sie muss gespielt werden, damit dies gelingt. Ah, gut zu wissen. Kann jeder die Harfe spielen? Jeder Mensch? Generell ja. Wir haben einige Musiker, die sich
zu dem Anlass des Turniers eingekauft haben. Saltatio Mortis. Sie werden die Begleitmusik während des Turniers und auch danach beim Hoftage halten. Ich habe schon von Ihnen gehört. Ich will, dass ihr diesen Musikern die Geierharfe unterjubelt. Dies sollte machbar sein. Allerdings wollt ihr, dass die Musiker Balfimor direkt aufspielen? Halt das für eine kluge Idee? Er ist nicht dumm wahrscheinlich, wenn er den Posten des Hofmachers anstrebt. Das wäre doch sehr auffällig. Mir ist wichtig, dass es so aussieht, dass sie von Balfimor stammt. Sie wird nicht nur Balfimor, sondern auch Galotta die astralen Energien rauben. Vielleicht könnte man etwas in die Wege leiten. Balfimor will doch bestimmt eine Vorstellung geben, vor den Augen des Dämonenkaisers, vermute ich. Selbstverständlich. Um seine arkane Macht zu demonstrieren, aber wo keine astralen Energien sind, da sie geraubt sind, da keine Vorstellung. Interessant. Diese Musiker, geben sie zufällig eine Gastvorstellung, bevor der eigentliche Auftritt stattfindet? Das wäre ein idealer Zeitpunkt, um die Musiker zu instrumentalisieren, damit sie mit der Harfe vor Balfimor aufspielen, sozusagen eine Generalprobe. Genau das. Nun ja, wir sollten es allerdings so abstimmen zeitlich, dass Balfimor keine Möglichkeit hat, seine Astralkräfte zu regenerieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Möglichkeiten hier in diesem Landen existieren, um Astralkräfte zu regenerieren, aber wir sollten ihm dazu keine Möglichkeit geben. Das heißt, kurz vor seiner eigenen Vorführung muss die Harfe gespielt werden. Das wäre der richtige Zeitpunkt. Nun. Jubelt sie den Musikern also vor dem Fest unter. Dann kann sich Balfimor darauf nicht vorbereiten. Er wird nicht wissen, wie um ihn geschieht. Nun gut, und dann ist unser Pakt geschlossen, könnte man sagen. Ihr behaltet euer Wissen für euch und nur für euch. Und ich schiebe den Musikern die Harfe unter. Ich bleibe Hofmagus. Balfimor wird des Hofes verwiesen. Euer Geheimnis wird gewahrt bleiben und ihr könnt weiter in der Verkleidung eines einfachen Söldners umherspazieren. Leugramot wird gedient sein. Nun gut. Ich benötige, um diese Aufgabe zu erledigen, noch etwas Unterstützung, könnte man sagen. Ich benötige eine, sagen wir, Urkunde oder einen Brief, dass alles, was ich tue, in eurem Auftrag geschieht. Damit mich natürlich die anderen Wachen und wer auch immer hier in diesem Palast herumstromert, mich nicht belästigt bei meiner Tätigkeit. Ich kann euch einen Passierschein für den Palast ausstellen, dass ihr euch hier bewegen dürft. Ich habe ein paar Sachen bemerkt, in diesen sonderbaren Uniformen. Ihr nennt sie Irrhaltengardisten, glaube ich. Was ist mit ihnen? Es wäre hilfreich, wenn ich solch eine Uniform hätte. Dann würde ich weniger auffällig sein. Sollt ihr bekommen, zusammen mit einem Passierschein. Wann ist diese Vorstellung, die Balfimor geben will? Genau. Am letzten Tage des Turniers. Nach der Behurt. Wie viele Tage sind in Real? 3 Tage? 4 Tage? Oder? Heute ist der 2. Wir haben jetzt den 2. und am 4. abends. Okay, also 2 Tage noch sozusagen. Nun gut, mit diesem Begleitschein kann ich jederzeit diese Feste betreten und verlassen. Und die Geierharfe besorgen. Die Geierharfe steht auch neben euch, oder? Neben mir. Ihr könnt sie auch meinetwegen jetzt schon mitnehmen und den Musikern unterjubeln, aber sie werden noch nicht spielen. Noch nicht für jetzt, für Balfimor und nicht für Galotta.
Wir sollten diese Geierhafe erst kurz davor diesen Musiker unterjubeln, damit sie keine Möglichkeit haben zu reagieren und eventuell... Ja, das haben wir doch schon geklärt, aber ihr könnt sie euch dann besorgen. Wie gesagt, ihr könnt damit den Palast betreten. Nun gut, dann haben wir ein Geschäft. Lolgramot wird darüber wachen. Nick ihm zu. Schreibt. Eure Vollmacht. Er tritt an seinen Pult heran und verfasst eine Nachricht im Stehen. Asmodeus hält es nicht für sinnvoll, sich hinzusetzen. Gut, wir wechseln wieder hinüber nach dem Messerwerfen, wo Iyalan jetzt gerade wieder die Fähigkeiten in seinen Armen bekommt, sich wieder zu bewegen. Ah, ich drücke dir erstmal, scheppere die Rüstungsscharniere noch ein bisschen aneinander. Irgendwo ist der Bolzen ja schon mal durchgekommen. Und das war unangenehm. Und jetzt von den... Und jetzt, Herr Dunkelschein? Jetzt werden wir erst einmal herausfinden, wann der Kampf mit den Waffen zu zwei Händen ist. Und dann werde ich wohl den Alchemisten einen Besuch abstatten müssen. Und zur Hölle ist Amenelaus schon wieder. Ich weiß es nicht. Ja, wann ist der Kampf? Ja, das Messerwerfen ist dann nach und nach durch. Da haben sich viele selbst aussortiert und am Ende durften dann die letzten fünf, die noch irgendwie übrig geblieben sind und die was getroffen haben, konnten sich dann einzelne Gewinnsäckchen abwerfen, jeweils mit verschiedenen vielen Dukaten gefüllt. Hat euch nicht weiter interessiert, weil ihr sowieso ausgeschieden seid. Ja, das war einfach nichts für eure Fähigkeiten. Der nächste Kampf in einer halben Stunde. Der Kampf zu zwei Händen. Wieder einmal ausgelost und dir wurde das Glück zugeteilt, dass du gegen einen Alanfana mit dem Namen Kugres kämpfen darfst. Ist das der mit dem Schlinger? Nein. Okay. Gut, dann vertage ich meinen... Ich werde wohl meine Suche in der Akademie noch offen nach dem Kampf vertagen müssen. Eine Frage, aber wo kommt man diese Tyriak-Heiltränke her? Hier sind ein Geschenk unserer Gönnerin. Und wir sollten damit tunlichst sparsam und verantwortungsvoll umgehen, denn ich weiß nicht, wie viel davon sie noch hat. Okay, ich verstehe. Jedenfalls sollten wir hiernach auch sehen, dass wir Harmenelaus und Riccio wieder herbeibekommen. Ich wollte doch gerne mal einen Sieg über den Staubträger mit ihm feiern. Was wird nach dem Zweitkampf stattfinden? Nicht, das sollte es gewesen sein. Okay, das wird erstmal eine längere Periode nichts zu tun, okay. Das ist nicht richtig. Was denn dann? Nach den Plänen, die ihr natürlich studiert habt, wird es nach dem Kampf mit zwei Waffen ein weiteres Mal Schwert und Schild geben. Wie viel Zeit liegt zwischen den beiden Sachen? Das wird dann irgendwann so gegen 16 Uhr wird das gehandhabt, also da habt ihr dann genug Zeit. Und was kommt nach dem Schwert- und Schildkampf? Also Schild- und Waffenkampf? Da kommt nichts mehr. Also wir haben dann zweimal Schwert und Schild, wir haben einmal zwei Waffen und einmal Messerwerfen. Okay, das Bogenschießen kommt nicht nochmal? Nee, Bogenschießen am dritten Tag. Also morgen ist wieder. Und morgen ist nochmal Wagenrennen. Jodin, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich muss mich noch um ein paar andere Dinge kümmern. Ja, ich denke, ich bin beim Zweihandkampf nicht dabei, aber beim Einhandkampf denke ich, da bin ich längst wieder zurück. Vielleicht kriege ich den Zweihandkampf auch noch zu sehen, das weiß ich nicht. Natürlich. Falls ihr den Magier seht, bringt ihn doch vielleicht mit. Wenn ich Elaus hier, ich meine Amenelaus hier, dann kommt er hierher. Gut. Ich möchte mich zurückerinnern an den gestrigen Tag. Hatte ich vielleicht die Gelegenheit, den Alanfana bereits beim Kämpfen zu beobachten? Gewitzt. Er kämpft, zumindest jetzt in diesem Kampf wirst du ihn auch schon erkennen können, wurde dann zugelost, hat dir dann auch einmal kurz zugenickt. Er kämpft mit Fechtwaffe und Hakendolch. Mit Fechtwaffe und Hakendolch, in Ordnung. So einen hatte ich ja schon mal, da kommen unangenehme Erinnerungen hoch. Direkt mit Finte 10 anstrengend. Ich reibe mir nochmal die schwarze Hand. Begebe mich zum Ring. Gut, was ist mit Ragnar? Was tust du? Ich würde mir das Ganze ansehen und sofern möglich würde ich dann auf... Beziehungsweise würde ich nochmal nachfragen, wie die Quoten denn überhaupt stehen zwischen Yalan und Dingensens, dem Typen. Also Jerodin gegen den Alanfana.
Ja, mittlerweile, Dunkelstein ist hier im Heimvorteil. Man wird so 20% könnte man wiederbekommen, wenn Jalan gewinnt. Die meisten werden auf ihn wetten und nur wenige dann auf den Kuris. Und wie viel kriegt man, wenn der andere gewinnt? Du bekommst 80% von deiner eingezahlten wieder zurück oder 20%, wenn du auf Jalan wettest. Dann wette ich einfach mal 10 Dukaten auf Jalan. 10 Dukaten auf Jalan, das heißt 12 in Reward. Alles klar. Und dann... Jo. Dann geht's los. Ja, die Artefakte hast du schon abholen lassen? Nein. Ich meine, das kann ich in einer halben Stunde machen, oder? Nur einen Auftrag gegeben. Ich habe sie gestern in Auftrag gegeben. Nehmen wir einfach mal in einer halben Stunde nach dem Messer werfen, konnte ich schnell zur Akademie rüber. Das ist ja nicht weit und die abholen. Gut, dann kannst du mit deinen Sachen gegen Kuris antreten. Ich glaube nicht, dass ich sie brauchen werde, aber... Naja. Währenddessen kann auch Abel mir wieder zurückgekommen sein, wenn er das möchte. Ich würde vorher die Uniform der Irrhaltengardisten in meinem Zimmer im Blutkrug ablegen. Ja. Das Dokument, was ich bekommen habe, würde ich möglichst sicher, ohne dass mir so, dass mir nicht geklaut werden kann, an meinem Körper verstecken, also oben auf der nackten Haut wahrscheinlich irgendwo. Und würde dann zur Arena zurückgehen. Und immer wieder durch die Stadt strömen und einen Lehrmeister suchen für Zeyat. Oh, ja, finde ich gut. Kannst du bekommen. Was will der mir denn abnehmen an Geld? Ach, nicht viel. Du kannst es auch im Borbora-Tempel lernen, wenn du da mit Azariel dich zusammensetzt, dann ist das sogar umsonst. Ja, ich würde da ganz gerne Zeit lernen und wenn sie mir auch zwischendurch noch was von den leeren Borborats erzählt, dann wäre ich dafür auch sehr angetan. Wobei schon ganz klar ist, dass Ömer anscheinend nicht an dem Glaskötz Interesse hat, sondern an den Lehren, an der Philosophie, dass jeder Mensch frei sein kann und sich nicht den Adligen unterwerfen muss. Oder den Göttern. Ja. Wollte Starkart da mitkommen oder will Ömer das alleine lernen? Weil ich weiß ja dann würde Starkart fragen, sag mal, ich gehe jetzt nochmal zu. Ich wollte nochmal in den Tempel des Borbord gehen. Ich suche da noch was. Vielleicht ist auch Azariel. Willst du mit? Klingt interessant auf jeden Fall. Ach, der schafft die Kämpfe schon ohne uns. Los, komm. Ja, Moment, ich muss noch kurz die Wette abgeben auf Jerodin und alles klar, gut. Könnte ihm ja sowieso nicht helfen. Ja, schafft er schon. Er ist ein großer Junge. Ihr könntet schon, wenn ihr wolltet. Wollen wir nicht. Sausack. Gut, ja, dann könntet ihr Jalan alleine in der Arena lassen. Macht, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn, dass ihr da eben zuseht. Ist ein Kampf wie jeder andere auch, wird er schon gewinnen. Und dann zum Turm des Kristallgötzens gehen, wo ihr Azariel trefft. Mittlerweile könnt ihr auch dann in der Entfernung den Propheten Moakim al-Asabat erkennen. Das ist derjenige, der Ragnar da dann schon zu vielen Dukaten genötigt hatte. Bei Azariel, die kennt ihr zumindest. Wenn ihr sie dann seht, könnt ihr auf sie zutreten.